Willkommen zurück bei Final Fantasy 7. Ja, beim letzten Mal sind wir hier mit dem Snowboard zu einem Gletscher gekommen. Gletscher. Und den wollten wir uns jetzt mal etwas genauer angucken. Ja, wir gehen einmal im Kreis quasi, gehen einmal da außen rum. Also gehen wir hier erstmal nach rechts. Und dann gucken wir mal, was uns da alles so entgegenkommt. Ich hoffe nicht allzu viele Gegner, weil die Gegner hier sind sowieso, ja, langweilig. Und, ja, so viel zum Thema langweilig, hätte ich jetzt mal nicht gesagt. Dann hätten sie mich vielleicht mal nicht angegriffen. Oh, und wir brauchen Heilen. Okay. So, erstmal hier ein Zauber, Feuer, Zauber, kein Feuer, okay, Angriff, Zauber, Feuer. Okay, so viel dazu. So, dann tun wir eben die Leute hier mit einem Trank alle heilen. Dann gucken wir mal, ob wir tiefer vielleicht nochmal so eine Substanz geben können hier. Nein, die hat nicht genug Platz. Okay, gut. Objekte. Hitran. Aber hier, hier und hier. Passt. Reicht. So, jetzt weiter. Immer durch den Schnee hier. So, jetzt sind wir hier angekommen. Wo ist das hier so? Ja, wir gehen hier einfach weiter nach rechts, wenn das geht. Geht nicht, okay. Jetzt hier vorne nach rechts. Ja. Gehen wir einfach hier weiter. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Ich habe hier keine Ahnung, wo wir genau hin müssen. Ich weiß nicht mal, warum wir diesen Gletscher runtergeradelt sind. Habe ich irgendwie nicht mitgekriegt. Oder vergessen. Ich weiß es nicht. Oh, immer diese ganzen Zwischenscreens hier. Wo man einfach nur laufen muss und laufen. Und Heuschrecken bekämpfen muss. Ja, super. Zauber, Feuer. Zauber, Blitz. Zauber, Feuer. Oh. Ja, stimmt, der kann ja auf alle machen. Der hat ja alle Substanz mit drin. Attackieren wir die hier trotzdem mal. Ja, so viel zum Thema auf alle. Ist ja nur noch einer da. Na los, stirb. Du hast doch bestimmt nicht mehr viel. Siehste, reicht doch schon. Gut, so viel dazu. Ja, wir haben genug Giel. Wir können uns damit irgendwas Tolles mal kaufen. Wenn es denn nicht jemand mal was Tolles anbietet. Oh, das gibt's doch nicht. Wieso kommt man hier von einem Kampf in den nächsten? Oh, Zauber, Feuer, 2 auf alle. Zauber, Heilung, 2 auf den Cloud. Limit. Passt schon. Muss ja. Bam. Erste schon mal tot. Ihr habt gefälligst jetzt auch tot zu sein. Nein, natürlich nicht, okay. Ja, Heilung 3, das ist ja. Genau, halt euch mal so extrem weit hoch, genau. Ist ja super. Aber das ist ja jetzt total unnötig. Hätte ich mir die Mana-Punkte sparen können. Was soll's, passiert. Ja, mal zusehen, dass wir jetzt einen Down kriegen. Geht doch. Weil viele Lebenspunkte haben die wirklich nicht. Haben ja nur so um die 900 Lebenspunkte oder sowas. Aber trotzdem. Die muss man auch immer mit einem Schlag runterkriegen oder so, dass sie nicht wieder angreifen. Naja. Sind ja tot. Sollte nicht meckern. So, jetzt sind wir hier auf einem Berg. Können wir da hoch? Ich hoffe doch. Nein, wir dürfen da nicht hoch. Da ist erstmal ein Kampfmonster im Weg. Dann dürfen wir da halt erstmal nicht hoch. Was bist denn du für eine Tuse, ja?
leicht bekleidet, das bei der Kälte. Hallo? Machen wir mal einen Angriff. Zauber. Feuer 2. Zauber. Feuer 2. Warum ich immer Feuerattacken mache, ist. Wir sind im Schneegebiet und ich habe so das Gefühl, die sind alle effektiv. Nein. Empfindlich gegen Feuer. Und das nutze ich dann natürlich aus und ich bin verwirrt. Na toll. Und greift ihn an hier. Faszination, ja, natürlich. Ich bin auch total fasziniert von dieser Tür. Weil die ist pixelig, das ist richtig geil. Ja, wie die sich da drehen und die war so, yay! Na los, alle verwirrt? Wollte mich verarschen? Ach, es hat keinen Wirt gemacht. Auch gut. Eis 2! Ja, das macht nicht so viel Schaden. Oh doch, okay. Limit! Moment. Shit. Tot. Okay, Aufruf. Ifrit. Ifrit macht Feuerschaden. Ich hoffe, du zeigst jetzt alles, was du kannst hier. Mach dein Bestes. Und? Ist tot. Yay. Geht doch. Warum nicht gleich so? Müssen wir erstmal tiefer wiederbeleben, mit Mund-zu-Mund-Beatmung wahrscheinlich. Ach ja, ist doch schön. So. Okay. Schöne Fehler. Auf die Kiefer. Dann nehmen wir natürlich auch ein paar High-Trunks hier. Dann hier. Da nochmal. Und hier. Nochmal. So. Reicht. So, jetzt aber den Berg hier hoch. Ich will wissen, was da ist. Los. Bist du schon fast weg? Los, man kann dich kaum noch sehen. Oh, das geht aber weit hier. Na, geht das hier nicht hoch? Na doch, geht. War nur ein bisschen schwer, da die Lücke quasi zu finden, wo man den lang kann. Ja, jetzt greifen die auch noch von hinten an, diese perversen Hänger. Sonst geht's euch gut, ne? Angriff! Zauber! Feuer! Zauber! Feuer! Ja, ist ja gut. Ich möchte gern Wolf hier. So. Hätten wir das. Die haben ganz 80 AP hinter uns. Was auch immer da gerade aufgestiegen ist an der Stufe. Egal. Da bekommen wir ein paar Erfahrungspunkte und sind nicht ganz so schwach gegen den nächsten Boss, wenn er mal kommt. Man weiß ja nicht. Oh, da liegt was. Da liegt eine Substanz. Zusatzschlag erhalten. Ja, das ist doch schon mal ganz nett. Was auch immer das für eine Substanz sein soll. Müssen wir uns angucken. Und hier haben wir heiße Quellen. Kann ich irgendwas machen? Dies ist die einzige Stelle, die nicht gefroren ist. Berühre sie! Berühren! Eine heiße Quelle? Nein, echt wirklich? Mein Gott, ist der intelligent, der Cloud. Der hat bestimmt studiert, aber sonst scheint er wirklich ein Zweiter zu sein. Ach ja, jojo, so ist das mit dem Cloud. Der ist nicht so ganz helle. Ja, ein Haufen nichts. Also wirklich nicht. Gehen wir einfach mal quer rüber. Und wo sind wir jetzt? Erstmal Kopf schütteln. Schnee, soweit man sehen kann. Ich passe besser auf, wo ich hingehe. Ja. Ich werde hier ein Zeichen aufstellen und dann losgehen. Zeichen aufstellen, okay. Ah, mit der Kreistaste, was bei mir B ist, kann ich, so ein Zeichen aufstellen. Das
sehr interessant. Und da hinten ist eine Höhle, da möchte ich rein. Mal gucken, was da so drin ist. Da ist eine Substanz. Hab's gesehen. Ich habe es gesehen, Bissam. Erstmal wieder gegen die Viecher hier kämpfen. Zauber, Feuer, Zauber auf alle. Sterbt. Dann halt nicht. Okay. Und dann habe ich das Gefühl, die alle Substanz macht, halbiert quasi dann den Schaden oder teilt den durch die Anzahl der Gegner, die da ist. Ob das richtig ist, weiß ich nicht. Ich habe so ein bisschen diese Befürchtung. Irgendwie scheint mir Feuer 2 doch ein bisschen schwach zu sein. So, wo gehen wir jetzt lang? Ich gehe immer nach rechts. Nicht, dass ich politisch gesehen rechtsorientiert bin, aber ich habe halt immer so einen Rechtsdrang. Das habe ich auch, wenn ich nach draußen gehe, so in die weite, weite Welt. Gehe ich in der Regel auch immer nach rechts lang. Wieso dreht ihr die Kamera? Das gefällt mir nicht. Aha, wo bin ich jetzt gelandet? Wo bin ich hier gelandet? Gucken wir mal. Gehen wir einfach mal weiter. Hier ist alles vereist. Hier ist wieder nicht vereist. Gehen wir einfach mal durch und hoffen, dass wir nicht angegriffen werden. Ja, klappt ganz gut. So, wo sind wir jetzt hier? Keine Ahnung, wo wir hier sind. Es wird einfach nicht schön auf der Karte angezeigt. Nein. Wozu denn auch, ne? Da ist eine Höhle. Da gehen wir mal rein. Kann ja nicht schaden. Da steht jemand oder etwas. Kann man damit interagieren? Wenn man hier gekämpft hat. Oh, so viele. Zauber, Feuer 2. Gucken wir mal, wie viel Schaden das jetzt macht. Nee, es wird nicht durch die Anzahl der Gegner geteilt. Das ist gut zu wissen. Und jetzt ist aber gut hier. Ist gut. Ja, hat's kapiert. So, jetzt ist aber hier die Tifa dran mit ihrer Limit-Attacke auf einen Gegner. Und die Tifa kann man eben gleich noch ein paar Dingers trinken. Ein paar Tränke. Nicht, dass du da im nächsten Random-Mob-Kampf da so ein bisschen stirbt. Blitz hat höhere Stufe erhalten bei ihr, das ist schon mal gut zu wissen. Objekt. Ein Trank für die Tifa, nochmal. So, jetzt haben wir noch 19 Tränke, wir müssen bald mal wieder Tränke kaufen. So, was ist das? Ist tatsächlich eine Person. Jawohl, du hast vielleicht Nerven, mich mit den gleichen schmutzigen Händen berühren zu wollen, wie diese dreckige heiße Quelle berührt haben. Also hätte ich dir nie verzeihen. Das heißt, ich hätte die Quelle nicht berühren sollen? Was? Wieso ist da jetzt ein Bosskampf? Wieso? Wieso, weshalb, warum? Aufruf. Mach mal. Nee. Du machst Zauber. Feuer. Das ist doch hier eigentlich so eine Tose, wie wir schon bekämpft haben, richtig? Aufruf. Na, haben wir. Einmal 1092 aufgezogen, ist schon mal gut. Faszination. Was für eine Nation? Auf den Perret. Gott sei Dank nicht, dass jetzt Bahamut hier uns fertig macht. Mega Flamme. Ja, dann machen wir ihn. Diese Musik ist einfach so was von genial komponiert, ja. So simpel eigentlich. Boom. Wer hat das Boom gemacht? Habt ihr es gesehen?
So, ich habe mal die Zielmarkierung weggenommen da. Und auf die Tiefe jetzt auch nochmal Verwirrung. Nee, klappt nicht, weil die anderen zwei schon verwirrt sind anscheinend. Ja, genau. Kalter Atem. Fuß. So, jetzt ist hier aber mal gut hier mit der Verwirrung, ja. Aua, das hat wehgetan. Oh, scheiß Schlampe. Schlammkätzchen, 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 Schlammkätzchen. Dann halt nicht. Ha. Genau, auf dem Barrett. Macht euch gegenseitig fertig. Zauber, Feuer, 2, auf mir. Wir haben nicht so viel Auswahl. Yay. Und sie ist tot. Gott sei Dank. Und Tifa auch. Ein bisschen. Das heißt, die dürfen wir erstmal gleich wieder eine Feder reinhauen. In die Mundöffnung. Warum das? Da ist eine Substanz getroppt. Substanz Alexander erhalten. Yay! Der Ali. Der Alibaba. Dann mal die Substanz. Er hat einen Platz frei. Er hier hat keinen Platz frei. Substanz Tiefer hat immer noch keinen Platz frei. Substanz Barrett. Er hat Platz frei. Er kann hier auch mal eine neue Substanz gebrauchen. Er hat ja irgendwie nur Kacke-Substanzen. So, dann kriegst du mal Alexander. Und hier, was wir eben eingesammelt haben, Zusatzschlag. So, dann Objekte verteilen. Oh, Phoenix wieder. Hier. Dann Tränke. Mal hier. Und nochmal. So. Und dann gehen wir hier wieder raus. Hier gibt es ja anscheinend nichts mehr. Können wir nach unten irgendwo hingehen? Gucken wir mal. Ja, da geht es lang. Hui. Und was gibt es hier so Tolles? Außer nichts. Wahrscheinlich jede Menge nichts und Kämpfe. Toll. Sehr schön. Yeah, wieder diese nervigen Hunde hier. Feuer 2. Angriff. Quatsch. Einer down. Macht mal den nächsten hier tot. Bam. Ey, mit seinem Mega-Laser. Sein Minen-Laser oder was das da ist. Hab's vergessen, was es war. Wir haben 54.000 Gold. Oder Gil. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was Gil genau ist. Wahrscheinlich einfach nur schlecht übersetzt. Und wir sind jetzt hier wieder am Anfang des Berges. Okay. Ja, komm, dann gehen wir hier dann nach oben quasi lang. Wenn wir da lang gehen können. Aber wir müssen erstmal wieder vom Wölfen angegriffen werden. Natürlich. So, dann. Ja, mal Blitz 2, genau. Dann Zauber, Feuertreu. Machen wir mal. Alexander, können wir den aufrufen? Nein, brauchen wir mal Mana. 120 Mana-Punkte, seid ihr denn deppert? Das muss sich ja dann schon lohnen. Na? Oder sehe ich das irgendwie falsch? Mei, Salto! Und alle tot. Tot, 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 tot. Tot, 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 tot. Tot, 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 tot. Tot, 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 tot. Gut. Jetzt aber weiter hier. Ich weiß ja immer noch nicht, wo wir lang gehen müssen. Ach ja, Tränke sollte ich mal wieder verteilen, weil die Tifa, die hält ja gar nichts aus, ne? Objekt. Trank. Einmal. Ja, reicht erstmal. Wir müssen dann wieder neue Tränke kaufen gehen. Da führt kein Weg drumherum. Ich bin gerade auch immer überlegen, ob wir noch jemanden mal so eine Heilsubstanz geben oder sowas. Es wäre, glaube ich, nicht verkehrt, wenn die Tifa ständig umfällt. Oder ob wir jemand anderen mitnehmen, statt der Tifa. Keine Ahnung. Also wirklich nicht. So, jetzt sind wir hier wieder bei den heißen Quellen. Wir sind umgefallen.
Warum auch immer wir umgefallen sind. Aber wir sind jetzt hier in einem Haus. Hallo Haus. Grüß dich. Ah, das ist alter Mann, okay. Du bist am großen Gletscher zusammengebrochen. Es ist ein Wunder, dass du in Ordnung bist. Mein Name ist Holzhoff. Ich lebe hier seit 20 Jahren. Falls du vorhast, nach Norden zu gehen, dann hörst du dir besser meine Geschichte an. Aha, nach Norden sollen wir, okay. Warum gehen wir nicht ins andere Zimmer und setzen uns? Und er ist natürlich schon da. Hast du je von denen gehört, die es mit der Felswand aufgenommen haben? Nein, habe ich nicht. Eine alte Legende besagt, dass hier etwas vor langer Zeit vom Himmel fiel. Es soll das Land nach oben geschoben und diese Felswand gebildet haben. Vor 30 Jahren nahmen Jamski und ich diese Felswand in Angriff, um zu sehen, was auf der anderen Seite ist. Aber wir waren nicht darauf vorbereitet. Wir hatten nie erwartet, dass die Temperatur niedrig sein würde. An dieser Felswand weht immer ein beißender, kalter Wind. Die kalte Luft senkt deine Körpertemperatur. Jamski war unterhalb von mir. Er schnitt sein Seil selbst durch. Und ich hab's nicht mal bemerkt. Danach habe ich mich hier niedergelassen. Ich fordere immer noch die Felswand heraus, gebe anderen Bergsteigern und Herberge. Also eine Herberge gebe ich denen und warne sie. Wenn ihr die Felswand ersteigen wollt, musst du zwei Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Zuerst müsst ihr die Route prüfen. Der Weg ist schwer zu finden, wegen all dem Schnee. Okay, Taste, Route prüfen, okay. Wiederholt drücken, um Körpertemperatur zu erhöhen, okay. Zweitens, wenn ihr einen Sims erreicht, müsst ihr euch aufwärmen. Verstanden? Ja, ich glaube, das habe ich verstanden. Ihr müsst beim Aufstieg hierher viel Energie verbraucht haben. Ruht euch bis etwas aus, bevor ihr weiterzieht. Yay, einmal schlafen. Wuhu. Gut, dann speichern wir hier mal kurz ab. Mal hier speichern. Sicher ist sicher. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie, wenn man wann man mal wieder an die Oberfläche kommt. Meine Güte. Also hin und wieder da. Nee. Einfach nur Krautsalat im Mund. So, gespeichert habe ich jetzt. Gut. Gehen wir mal raus. Hallo ihr, was macht ihr denn hier? Erstmal alle auseinander gehen, ganz genau. Es ist kalt, aha. Weißt du, ich habe nachgedacht. Was ist? An einem Ort wie diesen wird einem erst klar, wie ehrfurchtgebietend die Natur ist. Aber wenn mir jemand befehlen wollte, hier zu leben, würde ich sagen, er soll sich zum... Du weißt schon. Aber eins sage ich dir, wenn ich aber doch hier leben müsste, würde ich die Dinge ändern und verbessern. Ich nehme an, das absolute Gegenteil hierzu ist Midgar. Wenn man die Sache so sieht, ist Shinra gar nicht so übel. Was zum Teufel sage ich da? Die Shinra nicht übel? Wir sichern die Strecke. Ihr kommt später nach. Okay. Also sollen wir jetzt tatsächlich nach Norden gehen, ja? Nach Norden, nach da oben. Ja, ich würde sagen, da mache ich vorher nochmal eine kleine Aufnahmepause, bevor ich da irgendwas verkehrt mache. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 7 und dann erklimmen wir hoffentlich diese furchterregende Felswand und gucken mal, was daraus wird. Ja.
Ja, soll ich dazu nur kurz sagen? Wir werden sicherlich scheitern. Mindestens einmal. Und die anderen sind jetzt auch schon wieder weg. Na egal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich glaube, das haben wir auch schon gesagt. Egal. Bis dahin, viel Spaß euch und tschüss.